Seht ihr, was ich hier habe? Hier steht Cycle Tour Training Guide. Da geht es um die Cape Town Cycle Tour. Das heißt also das größte Jedermann-Rennen der Welt, das in Kapstadt stattfindet. Das findet dieses Jahr im Jahr 2022 statt, am 13. März. Geht Richtung Tafelberg, hat eine Länge von 109 Kilometern, einige Höhenmeter, irgendwas um die 1400 Höhenmeter. Ist richtig spannend und wir haben hier jetzt aktuell natürlich immer noch Winter. Gerade eben war ich mit dem Hund draußen bei unter 0 Grad und es knirscht richtig und natürlich muss man sich eine Kondition aufbauen. In Kapstadt ist jetzt Sommer, hier auf der Nordhemisphäre ist Winter und im Winter muss man das Training aufbauen. Hier sehen wir mal, wie das Rennen ausschaut. Und da geht es wirklich hier um die ganze, hier ist der Tafelberg, um das ganze Areal. Hier ist die Atlantikseite, da ist die Seite vom Indischen Ozean. Es wird wunderschön mit Sicherheit, es wird aber auch gar nicht einfach, weil ich nicht richtig im Training bin. Im Winter kann man viel fahren, man kann auf die Rolle, ich bin jetzt gar nicht der Typ, der auf die Rolle geht, sondern ich fahre dann lieber draußen, egal bei welchem Wetter. Und dann nehme ich euch jetzt mal ganz kurz mit. Jetzt seht ihr hier die beiden Trainingsgeräte. Wir haben hier einmal mein Simplon, mein heißgeliebtes Rennrad, das ich jetzt mit deutlich dickeren Reifen fahre, mit ein bisschen Profil, damit ich da im Winter nicht ausrutsche. Und dann haben wir auf der anderen Seite hier ein E-Bike. Das ist ein Grape. Das hat einen riesigen Vorteil, dieses Bike, nämlich ich kann da nach Herzfrequenz fahren. Heißt also, ich kann mein Training so durchführen, dass ich immer im idealen Herzfrequenzbereich bleibe und die Unterstützung dementsprechend angepasst wird. Wenn es etwas steiler wird und wenn die Herzfrequenz dementsprechend tendenziell nach oben geht, dann wird die Unterstützung stärker. Und das ist natürlich auch eine richtig coole Geschichte. Aber das ist nur was für Techie-Freaks und da bin ich leider einer. Also, es macht riesig Spaß, das ganze Training, aber man sollte natürlich pro Monat um die 300-400 Kilometer fahren. Und wenn man im Winter dann die ganze Zeit mit Arbeit zu tun hat und so weiter und so fort, dann wird das Ganze schon etwas schwierig. Aber ich bin super aufgeregt, jetzt geht's bald los. In einer Woche ist unser Flug nach Südafrika und direkt am nächsten Tag ist die Cape Town Cycle Tour. Das wird super spannend. Vor mir seht ihr mein Standard-Trainingsgerät, mein Trainingspartner erster Ordnung. Das ist mein Simplon Initio. Ich kann hier tatsächlich ziemlich breite Reifen aufziehen. Ich habe auch keine Felgenbremse, sondern, wie wir hier sehen, eine Scheibenbremse, vorne und hinten. Und damit und auch mit diesen relativ breiten Allradreifen von Pirelli kann ich sehr gut auch im Winter fahren, zumindest solange die Witterungsverhältnisse einigermaßen okay sind. Und das Rad hat mich sehr gut begleitet. Ich hatte außerdem mit dabei den Wahoo Fahrradcomputer und der hat einen großen Vorteil, nämlich es lassen sich die Trainingsintensitäten links hier mit Farbkodierungen anpassen. Das heißt, wenn man im Grundlagenbereich ist, dann fängt es an mit Blau, dann ist man sehr entspannt. Im grünen Bereich ist man Grundlagenbereich 1 und 2, dann wird es gelb, dann wird es rot und dunkelrot. Ich will auf jeden Fall Ausdauer trainieren und Ausdauer bekommt man dann, wenn man tatsächlich im Grundlagenbereich 1 und 2 ist. Und das ist perfekt, um wirklich viel Ausdauer zu holen. Ich bin nicht so gut ausgerüstet, wenn es dann um Kraft geht. Das heißt, die Anstiege, die werden dann immer noch ziemlich schwierig werden. Das ist noch eine Herausforderung. Damit kann man aus dem Augenwinkel mal eben schnell überprüfen, ob man mit der richtigen Geschwindigkeit fährt. Hier haben wir den Trainingsbereich noch mal kurz gezeigt. Und hier haben wir den Peter, meinen Trainingspartner. Und ihr seht, er hat den gleichen Helm auf. Aus gutem Grunde, weil er fährt ja auch mit in Cape Town. Da sind wir zu dritt. Zu dritt haben wir dann die gleichen Helme und können uns damit dann unterhalten. Und jetzt, wir sind zugepackt, eingepackt bis oben hin, weil es richtig schön kalt ist. Mhm. Fahren jetzt mit dem Mountainbike und schauen, dass wir unsere Trainingseinheiten bekommen, damit wir in genau einer Woche auf dem Rad sitzen und dann das Rennen fahren. Dann 109 Kilometer.
abreißen. Genau, und 1400 Höhenmeter in etwa. Aber sommerlich. Also, macht's ganz gut, bis später. So, das war's soweit. Jetzt muss ich wieder aufs Rad und muss losfahren. Und ich hoffe, euch macht das Ganze Spaß. Ich werde euch dann direkt berichten aus Cape Town, hoffentlich mit Wahnsinnsaussichten und mit ganz viel Spaß. Also bis bald, ciao!